Hallo und herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Belek. Heute geht es ums Chippen und zwar um die Distanzkontrolle. Und ich zeige euch, wie ihr das trainieren könnt. Ihr braucht immer zwei Bälle. Ihr werft einen Ball und anschließend versucht ihr diesen Ball mit diesem Gefühl, wie ihr ihn geworfen habt, auch beim Chippen zu spielen. Also ich stehe hier sehr nah am Grün, ich werfe einen Ball hin und ihr seht, mein Ball ist nicht sehr hoch geflogen, er rollt mehr. Also ist es bei mir jetzt so, dass ich meinen Ball ein bisschen weiter rechts im Stand habe. Ich spiele meinen Chip. Und lasse den Ball jetzt genauso gefühlt fliegen, wie ich ihn auch geworfen habe. Beide Bälle sind jetzt etwa gleich weit gegangen. Ich bin jetzt etwas weiter weg und ich werfe wieder den Ball. Und ihr werdet feststellen, je weiter ihr weg seid, ihr werdet immer anders den Ball werfen. Das Ziel muss es sein, den Ball im Grün landen zu lassen. Also versuche ich jetzt hier den Ball, der jetzt nicht mehr so weit rechts liegt bei mir im Stand, genauso zu spielen, wie ich ihn eben geworfen habe. Ja, ihr seht, Ball ist etwa gleich hoch und geht rein, fast. Ich bin jetzt wieder ein bisschen weiter weg und jetzt werfe ich natürlich den Ball, aber schlecht geworfen, aber ein bisschen höher und somit versuche ich auch den Ball jetzt etwas links von der Mitte in diesem Chip zu spielen. Das Gefühl des Werfens bleibt gleich. Und ihr seht, ich chippe deutlich besser, als ich werfe. So, und jetzt sind wir hier hinten. Und wiederum werfe ich den Ball, der ist jetzt nochmal höher geflogen. Und genauso spiele ich jetzt auch diesen letzten Ball, den ich ein bisschen links wieder von der Mitte habe, spiele aber wieder den Chip. Und das Gefühl ist wieder genauso, wie wenn ich den Ball geworfen hätte. Ganz effektive Übung, um die Distanzkontrolle beim Chippen zu trainieren. Nehmt euch immer zwei Bälle, werft einen und versucht das Gefühl dann anschließend mit dem Schläger zu kopieren. Also viel Spaß beim Üben und bis bald, euer Matthias.